Lukas ist 17 und spielt wie viele Jungen gern Computerspiele. Als er Probleme in der Schule hat und seine Freundin ihn verlässt, taucht er für ein Jahr komplett ab ins Internet. In eine Welt voller Elfen und Gnome. Einen virtuellen Krieg zwischen Gut und Böse. Also das war wirklich extrem. Ich bin da bis 5 Uhr am PC gehangen, dass ich dann auf der Tastatur schon eingeschlafen bin zum Teil. Und während der Woche war es schon so, dass ich zum Teil in der Schule wirklich müde war. Dann auch noch. Der war käsebleich, rappelte. Ja, keinerlei Kontakt nach außen, keiner rief an und keiner hat ihn je besucht. Und sonst alles klar? Ja, ich habe eine 1 in Deutsch bekommen. Oh. Wenn Alexandra zu Hause ist, dann läuft auch der Computer. Leben bedeutet für die 15-Jährige on sein, zu reden und sich einzumischen in die Gemeinschaft im Netz. Also ich rufe gerade alle möglichen Chatprogramme auf und habe nachgeguckt, ob ich E-Mails bekommen habe. Mit rund 40 Jugendlichen chattet Alexandra täglich. Die meisten wohnen in ihrer Nähe. Dem 10-jährigen Felix ist langweilig. Seitdem er die Schule gewechselt hat und seine Mutter arbeiten geht, verbringt er die Nachmittage meistens allein vor dem Fernseher. Ich bin ein Mensch. Schlechtes Gewissen hat man immer. Man weiß ja, wie viele Stunden welches Kind in welchem Alter Fernsehen gucken darf. Das ist schon klar. Wenn ich das in der Zeitung lese, denke ich, ja toll, haben wir wieder 3 Stunden überschritten.